Ich wünsche einen schönen guten Tag und ich bedanke mich recht herzlich bei allen Abonnenten und Zuhörern. Wer ich bin? Mein Name ist Udo Bakschanowitz. Ich bin kein Influencer, sondern jemand, der eine spontane Idee hatte. Ich habe im Februar den Kanal Melodream ins Leben gerufen. Angemeldet bin ich aber bei YouTube schon seit 2014, habe aber nie etwas mit dem Kanal gemacht. Was steht nun für Melodream? Es könnte bedeuten Melodie und Traum. Es könnte aber auch bedeuten Melodram und Traum. Eine kleine Geschichte. Nein, es ist keine Geschichte. Es war ja so, wie ich es erlebt habe. Ich fuhr morgens zur Tankstelle. Es war gegen 9 Uhr. Dann ging ich zur Kasse und die Angestellte sah mich an und ich erkannte, dass sie müde war. Ich sagte in meiner Offenheit zu ihr, Sie sehen sehr müde aus. Sie sagte stolz, ich bin schon seit 2 Uhr auf den Beinen. Da habe ich Zeitungen ausgetragen. Und seit 6 Uhr bin ich hier in der Tanke. Um 10 Uhr geht es dann nach Hause und dann geht meine Schwester nach Hause, die seit 2 Uhr bei mir zu Hause ist und auf meinen kleinen Sohn aufpasst. Er ist 3. Ich lebe getrennt und muss schauen, wie ich rundkomme. Ich bezahlte, ging zu meinem Auto und spürte dann in meinen Augen Tränen. Ist das der Sinn des Lebens? Schuften, schuften, bis wir umfallen. Die da oben machen sich die Taschen voll. Die Frau mit ihrem Kind kämpft ums Überleben. Aber stopp, ich schweife vom Thema ab und lass mich von meinen Emotionen leiten. Es geht um meinen Kanal, warum ich ihn ins Leben gerufen habe. Dieser Kanal ist allen Menschen gewidmet, die das gleiche Schicksal haben, arbeiten, arbeiten, ohne Ende. Damit am Monatsende noch 20 Euro übrig sind, für den Kleinen ein paar gebrauchte Schuhe zu kaufen. Dieser Kanal soll dich dazu bewegen, halt Stopp zu sagen. Ich brauche jetzt meine Ruhe, nur ein paar Minuten diese Musik genießen, dann wird es mir schon wieder besser gehen. Darum auch mein Kanal Melodram genannt. Es ist schlimm, dass wir mehrere Jobs brauchen, um zu überleben. Am schwersten haben es wohl die alleinerziehenden Mütter und denen widme ich ganz besonders meinen Kanal. Ihr kämpft tapfer, aber übertreibt es nicht. Der kleine Sohn braucht seine Mutter, dann nützt es ihm nichts, wenn ihr 5 Jobs habt und dann macht es Peng in eurem Kopf und alles ist vorbei. Schont euch. Das waren nur ein paar Gedanken zu meinem Kanal und meinen Besuchern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin weiter mit meinem Kanal online. Ruht euch aus, schlaft gut, liebe Grüße, euer Udo Bakschanowitz und vielen Dank, dass ihr da seid.